machst den Kübel auf, schaust rein. Bist denn du deppert, schau, was da drin ist. Es ist Samstagabend, kurz nach 18 Uhr. Und besonders jetzt vor dem Wochenende landen viele abgelaufene Lebensmittel in den Containern der Lebensmittelgeschäfte. Jetzt ist also die Hochzeit fürs Dumpstern oder auch Containern genannt. Über eine Facebook-Gruppe habe ich Zugang zu dieser Community bekommen. Für die einen sind sie gute Geister, für die anderen teilweise sogar Rechtsbrecher. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Seit wann machen Sie denn das Dumpstern? Ja, seit über 10 Jahren locker. Also. Ist das Dumpstern jetzt auch für Sie ein Hobby oder schon ein bisschen mehr auch? Nein, ich mache es professionell, weil wir geben ja jede Menge weiter. Wir haben jetzt schon 5 Kisten voll. Wir werden heute kommen, weiß nicht, 12, 15, nein, 15 vielleicht. Das heißt, man kann sich davon auf jeden Fall ernähren? Sicher, klar. Wenn man wirklich in die Räume hineingehen muss, wenn die Müllkübel abgesperrt sind, ist es ja streng genommen natürlich Einbruch. Wie schaut es da aus mit der Kritik auch oder mit Problemen? Das Problem, dieser Einheitszylinder, der sich auch Müllraum- und Schrankenschlüssel nennt, ist mittlerweile so halb offiziell erhältlich. Ja. Schon Probleme gegeben mit der Polizei auch, wirklich ernste Probleme? Es hat 7 oder 8 Anzeigen gegeben, aber nicht bei mir. Und die sind alle bereits vom Staatsanwalt eingestellt worden. Mit der Begründung, die Sachen, also ich würde kein wirtschaftlich denkender Mensch würde für die Sachen Geld ausgeben. Schon allein nicht, weil es auch verboten ist, das zu kaufen mit dem Datum. Und daher haben die Waren keinen Verkehrswert und wo es keinen Wert hat, kann man nicht stellen. So in der es jetzt noch mit freien Worten noch erzählt. Von der Landespolizeidirektion Wien heißt es auf Kurier-TV-Anfrage: Was wir dazu mitteilen können, ist, dass aus polizeilicher Sicht eine derartige Vorgehensweise entweder als Entwendung, Diebstahl oder Einbruchsdiebstahl zu bewerten wäre. Ob dies tatsächlich verhandelt wird bzw. zu einer Verurteilung führt, ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft bzw. des Gerichts. Es ist nicht auszuschließen, dass dies in Wien vereinzelt angezeigt wird. Eine Vielzahl derartiger Anzeigen ist jedoch nicht festzustellen. Ja, die Tür im Hintergrund hat man gerade mit diesem Einheitsschlüssel geöffnet und wir sehen, es sind unzählige Kisten voll mit Lebensmitteln verschiedenster Art, die jetzt aus den Müllcontainern herausgeholt werden. Aber ich habe halt von meiner Oma gelernt, dass Lebensmittel man nicht wegschmeißt und meine Oma hat mir von Kriegssachen erzählt, also da greifst du an den Kopf und heute schmeißt man mit vollen Händen. Meine Oma hat, wenn die Oma dann haben die Geschäfte um 6 Uhr zugesperrt. Wenn die um, was ich, halber 6 Uhr einkaufen gegangen ist, hat sie immer gesagt, naja, ich schau halt, was ich noch kriege. Heute muss 5 Uhr bis 5 Uhr zusperren, alles da sein. In Frankreich oder Tschechien gibt es strenge Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung. Dort müssen Supermärkte übrig gebliebene Lebensmittel an Hilfsorganisationen spenden. Bei uns in Österreich ist das freiwillig. Das Regierungsprogramm der Bundesregierung sieht bereits eine Änderung vor. Mike ist aber nicht dafür. Nein, bei uns funktioniert es von selber. Wir Österreicher sind intelligent genug, dass wir das selber in den Griff kriegen. Das muss ich sagen, ich bin ein begeisterter Österreicher. Also bitte. Sie sind bestens ausgerüstet. Welche Verpackungen hat man damit? Ja, ich habe leere Eierschachteln mit, ich habe Flaschen mit, leere zum Umfüllen, wenn das undicht ist. Oft ist bei den Getränkepackeln der Verschluss um kaputt, ne? Den fülle ich gleich um und fertig. Die Lebensmittelkette Spar teilt uns mit, dass das Versperren der Müllräume oft von der Hausverwaltung vorgeschrieben wird. Von Hofer heißt es uns gegenüber: Zur Thematik Dumpstern möchten wir festhalten, dass in unseren Mülltonnen neben Produkten, die nicht mehr anderweitig verwertet werden können, auch beschädigte Produkte wie beispielsweise aufgebrochene Packungen von Lebensmitteln oder Bruchware gelangen. Darunter könnten sich auch Glassplitter oder beschädigte Reinigungsmittel befinden, die im Falle eines Verzehrs eine Gesundheitsgefahr darstellen würden. Da muss man aufpassen natürlich. Sie hat anschauen. Ich glaube, man muss halt vorsichtig sein, wenn man irgendwo schäbern hört, muss man halt aufpassen. Und das ist. Also Vorsicht ist schon ein wichtiger Begleiter trotzdem. Ja, einmal habe ich schon einen Ritzel gehabt, mir hat aber auch schon einmal Websen gestochen. Also das ist Berufsrisiko, sage ich einmal. Die Kiste kriegen wir jetzt noch rein? Auf der Seite kriegen wir jetzt rechts 3 rein, eine vierte kann ich dann noch links hinter mir reinschieben. Letzte Location für heute und hier hat es keinen Schlüssel gebraucht, um reinzukommen. Das ist alles offen da. Von den Produkten her, wie schaut es aus? Ja, da ist nur Obst und Gemüse.
Ihre Tour für heute ist beendet und ich nehme an, viel mehr wäre sicher nicht mehr ausgegangen. Nein, sind wir ziemlich voll heute. Was passiert jetzt mit den vielen Lebensmitteln? Das tun wir jetzt da sortieren in Obst, in Gemüse, in Frischwaren, in Brot und in Sirsesachen. Und ja, das eine oder andere nehmen wir uns auch weg natürlich. Ein bisschen was möchte ich haben davon. Und dann fahren wir auf einen Treffpunkt. Um 10 Uhr, da kommen Leute hier und die holen sich Sachen. Und was dann noch überbleibt, kommt dann in ein Lokal im 16. Bezirk, das jetzt. Die haben einen offenen, einen großen offenen Eiskasten und daneben ein Kastel für Brot und Gebäck, wo man alles reintun kann, wo jeder rein- und rausnehmen kann, wie er lustig ist. Es wird wirklich alles gratis verteilt oder teilweise auch gegen Bezahlung? Nein, extra wird nichts zahlt, Das ist ganz wichtig für Sie. Ja, das wird nichts zahlt. Wichtig ist vor allem, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Problem der Lebensmittelverschwendung.